Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Unity. Und gestern im Stream haben wir ein paar Sachen gemacht. Wir haben einmal genau hier das Ganze ein bisschen schöner gebaut. Ist noch nicht perfekt, aber ist schon mal ein Anfang. Hier ist alles schön, ja, eingezäunt. Die Turret haben wir noch nicht zum Laufen gebracht, denn ja, die geht mit Computercraft. Da muss ich mich, glaube ich, ein bisschen mit auseinandersetzen, wenn ich die benutzen möchte. Ansonsten haben wir, ich glaube, hier Biene. Wow. Okay, die sind sehr produktiv im Honig produzieren. Okay. Haben wir hier Bienen gemacht? Ist das eine Violent? Eine Cultivated? Okay. Dann Honeycombs sollten wir auch. Alter. Okay. Ja, das haben wir gemacht. Haben wir noch irgendwas gemacht? Aber wir haben sicher noch. Ja klar, wir haben Hardened Stone automatisiert. Das ist das hier, was ziemlich übel war. Und hier den Rand aus Polished Diorite gemacht. Und ich habe jetzt mal offscreen ein bisschen rumprobiert. Machen wir die Schranke hier weg. Zwischen dem Zaun, also dem ganz normalen Iron Bars und dem Fence. Und der Fence sieht einfach viel besser aus. Und deshalb werde ich wohl oder übel alles hier nochmal wegmachen und durch Fence ersetzen. Aber jetzt nicht hier in der Folge, sondern offscreen oder so. Das ist eine ekelhafte Arbeit. Aber hilft ja nichts. Es soll ja nach was aussehen. Und deshalb, ja, muss das hier alles mit denen sein. Wir können jetzt einmal ganz kurz die Wand da reinziehen. Hä? Okay. So. Denn die Stream-Zuschauer wissen, das hier wird nämlich unser Raumfahrtzentrum. Hier oben kommt noch Stacheldraht dran. Das muss natürlich gut abgesichert sein. Hier geht es um höchst gefährliche Sachen. Und damit wollen wir heute mal anfangen. Und zwar haben wir mehrere Pläne. Einmal soll hier ein oberirdisches Raumschiff sein. Und einmal soll hier eine unterirdische Rakete sein. Das oberirdische Raumschiff. Ich wollte erst ein Space Shuttle bauen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich glaube, wir werden kein Space Shuttle bauen. Weil ein Space Shuttle, das gut aussieht, so groß wäre wie die ganze Fläche hier. Das ist ein bisschen zu krass. Aber wir bauen eine Saturn V Rakete. Jetzt gucken wir mal. Und diese kann dann auch echt fliegen wenigstens. 35 Blöcke. Okay. Die Sache ist, unsere Plattform darf 16 mal 16 Blöcke groß sein. Wir gehen hier auch ein paar Blöcke weg von der Wand. Ich sag mal, hier ist die Obergrenze. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Sind das schon 12? Ne, 11. 12, 13, 14, 15, 16, wenn ich mich nicht verzählt habe. Probieren wir es nochmal. Zeig. Und 16. Jawohl. Und wie man sieht, hier unten drunter haben wir auch schon ordentlich ausgehoben und ausgeleuchtet. Und jetzt ist die Sache. Moment, ich bin so vergesslich. Wie groß ist 35? 35. Wie machen wir das denn? Machen wir mal 13, 14, hier ist 16, nee, hier ist 18. Moment mal.
Hier ist 15. Nee. Das hier ist dann 16. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Irgendwie habe ich echt Mist gerade gerechnet, aber ist egal. Wir kriegen das auch so hin. Das sind 11. Und das sind 8. Jetzt sind es 9 und das 10. Sehe ich das richtig? 10 und da vorne 9. Also es geht halt nicht genau mit dick, das ist das Problem. Oder wir machen die Base einfach 15 mal 15. Ja, machen wir es 15 mal 15, dann passt es wenigstens. So, jetzt müssten es von beiden Seiten 10 sein. Einmal und zweimal. Jawohl. Okay. Wie jeder weiß, Symmetrie ist das Wichtigste. Ach ja, und ich habe übrigens noch ein paar 1000 bestellt. 5000 habe ich bestellt vor einer Stunde oder so. Sind noch ein paar ausstehend. Keine Ahnung, ob wir noch 5000 von den Hardened Stone brauchen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, aber man kann sie mal machen. So. Nein, der Akku ist leer. Dein Ernst? Dankeschön. Ich muss mal so einen Draconic-Capacitor machen, der alles in meinem Inventar immer auflädt. Wow. Da geht man einmal eine Sekunde weg, ne? Und dann. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Du-du-du. So, die Creeper müssen wir mal kurz so entsorgen, denn die verbrennen ja nicht. Und alle anderen verbrennen eigentlich. Aber die Hexer auch nicht, die entsorgen wir auch mal so. Na, am meisten Sorgen mache ich mir eigentlich um die Creeper. Ja, und ja, um die Hexen denke ich nicht. Eigentlich hauptsächlich um die Creeper. Versuch's doch einfach mal mit etwas anderem. Was habt ihr jetzt gerade gehört? Sie hat gerade Maisnudeln mit Hering verstanden. Also ich muss schon Ich habe zu sagen. deinen Suchbegriffen Blutbild Früchte leider kein Rezept finden können. Versuch's Was? doch einfach mal mit etwas anderem. Alexa, stopp. Guten Appetit. Ich habe scheinbar gerade aus Versehen nicht nur das Echo aktiviert, sondern ich habe auch noch eine Rezepte-App gestartet und Nudeln mit Hering gesucht. Okay, Amazon, bitte, ihr müsst daran arbeiten, das geht nicht. Wenn es so weitergeht, dann muss ich die ernsthaft während der Aufnahme auf stumm schalten. Ich habe nicht gehofft, dass ich das tun muss, weil. Alter. Das wäre schon ein bisschen nerviger, aber naja. So. Okay, also ich muss schon sagen, das Launchpad ist schon groß. Also so eine Saturn 5 Rakete könnte man hier wirklich reinbauen. Ich glaube nämlich, dass das ist sogar zu groß, ne? 15 mal 15. Machen wir 14, machen wir 13 mal 13. Sonst belegt uns das jetzt zu viel Platz.
Okay. Tatsächlich ist mir das so in der Größe lieber. Können wir einfach schon mal ein Launchpad bauen? Sand, Gravel, Waterbucket. Okay. Ne, gerade nicht, aber es ist nicht sonderlich teuer. Ich frage mich gerade nur, ich das so möchte. Weil eigentlich möchte ich hier noch. Moment mal. Oh, zwei Abstand. Nah am Zaun, aber geht. 1, 2 Abstand. So, da müssen dann auch die Ecken nachher wieder zu. 2, 3 mal. Und 2, 3. 1, 2, 3, Ecke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Ecke, 1, 2, 3. Ob schon jemand errät, dass das werden soll? Würde mich wundern, aber wäre schon krass. So. Zwei reichen eigentlich, ne? Ja, zwei reichen. Und dann gehe ich mal zwei nach unten. Oder ein. Hier erstmal sowas drum. Boah, ich muss jetzt gerade denken, wie das aussehen soll, während ich es baue. Das ist immer ein bisschen schwierig. Weil ich gerade nicht 100% im Kopf habe, wie das in echt aufgebaut ist. Das ist hier falsch, ne? Das muss hier noch so. Nee, so ist gut. Und hier dann so. Ne, ich glaube, so ist gut. Hier so. Nur hier muss noch so und so. 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 So, ich werde jetzt nicht verraten, was das wird, sondern
Ich schau mal, ob ihr es erratet. Wenn ja, dann schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Und dann schauen wir mal, wer recht hatte. Beziehungsweise. Nee, das ist so falsch. Das muss eins tiefer. Denn da kommt ja noch das Loungepad drauf. Hier auf die Höhe kommt das Loungepad. Dann können wir das hier als Unterbau nehmen. Der Unterbau ist eigentlich völlig egal aus welchem Stein, aber nachdem ich jetzt eh tausende Hardened Stones bestellt habe, können wir die schon auch nehmen. Hardened. Ja, so über 3000 läuft, würde ich sagen. So, naja, war klar, dass irgendwie sowas passiert. Aber halb so wild. Okay, also hier kommt das Launchpad drauf. Und dann geht das hier so. Langsam erkennt man es wahrscheinlich. Langsam erkennt man es wahrscheinlich. Hallo? So. Architecture Sawbench, please. So. Ich hätte gerne, ja doch, die Dinger hier. Und so einfach mal zwei Stacks. Dein Ernst? Es ist dein Ernst, komm schon. Ich brauche den Hammer. Dankeschön. So. Ah, das hat er gleich richtig gesetzt. Das ist schön. Was soll das denn? Spiel, was willst du von mir? Warum macht er hier so einen Quatsch? Ist hier irgendwas? Irgendwas anders? Eigentlich nicht. Ich habe auch das Gefühl, es ist vielleicht auch ein bisschen blöd, wenn das so eng ist. Weil man muss da zwar nicht reinfliegen können, aber es wäre schon ganz angenehm, wenn es gehen würde. Aber wir könnten das ja eventuell hier statt dem machen. Schauen wir mal. Ja.
Dann muss es doch 3 groß sein. Sonst ist es komisch. Ja, heute mal eine ziemliche Baufolge, aber muss ja auch mal sein. Also streng genommen müsste das noch größer, aber dann kriegen wir hier ein Problem. Ah, ich glaube, so geht's. Ja, doch, so kann man das schon machen. Wir könnten eventuell aber die Dinger noch ersetzen. Ach krass. Schön, dass er die hier wenigstens die ganze Zeit richtig hinsetzt. Ja doch, so ist gut. So ist super. So, jetzt werden wahrscheinlich viele wissen, was das ist. Denke ich mal. Ganz scharf. Ja. Und im Prinzip geht es halt jetzt hier genauso weiter. So. So. Und so. Dann das hier einmal vorziehen. Bis da. Und dann wieder zubauen. Hallo, darf ich da rein? Dankeschön. So, im Grunde ist es hier dann ganz genauso. Das heißt, es geht zwei rein und dann kommt die erste steile Ding. Das heißt, hier kommt das hin. Oha. Okay, ich hätte nicht erwartet, so viel zu brauchen. Na gut, dass wir so viel haben. Wow, wir haben aber erst ein Stack von den Dingern verbraucht. Krass. So. Oh, ich habe aus Versehen das Dach aufgemacht. Zugemacht. So, hier noch eins größer. So. So. Alles klar, das sieht ganz gut aus. Und hier noch mal das Gleiche. So. Spinne, langweile mich nicht. Einmal und das auch noch tauschen. Hallo? Ah ja, okay. Einfach richtig platzieren, dann geht's auch. Und nochmal nach vorne. Ja, super. Dann haben wir schon zwei.
Und ja, die anderen zwei brauchen wir jetzt nicht mehr zusammen machen. Die mache ich dann einfach offscreen. Wie gesagt, ratet, was das sein könnte und was das wird. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.